Umgang mit Angstgefühlen bei anderen. Es mag sein, dass du mit Menschen zusammenarbeitest, die sehr ängstlich sind. Oder dass du mit Menschen zusammenlebst oder mit einem Menschen zusammenlebst, der gerade unter einem großen Angstgefühl leidet. Wie kannst du ihm oder ihr helfen? Vom Ayurveda her würde man sagen, Angst ist eine Form der Vata-Störung. Vata ist eine gewisse Unruhe. Wenn du jemandem helfen willst, der unter Angstgefühlen leidet, dann schaue, ob du ihm etwas mehr Ruhe und Vertrauen geben kannst. Eventuell kannst du ihm oder ihr dazu raten, einen geregelten Tagesablauf zu haben. Vielleicht kannst du ihm oder ihr zu tiefer Bauchatmung raten. Vielleicht kannst du raten zu Pranayama, Yoga, Atemübungen. Und du kannst öfter sagen, ich habe Vertrauen in dich. Du kannst öfter betonen, dass es schon gut gehen wird. Und du kannst betonen, dass du helfen wirst und beistehen wirst. Alles, was hilft, dem anderen Vertrauen zu geben, hilft ihm oder ihr mit Angstgefühlen besser umzugehen. Und falls es zum Beispiel dein Partner, deine Partnerin ist, dann hilft auch Massage, da hilft zärtliche Berührung, da hilft im Allgemeinen Verlässlichkeit. Es gibt auf den Yoga-Vidya-Seiten viele Tipps und einen ganzen Podcast, also eine ganze Hörsendungsreihe zum Thema Angst, Ängste. Wenn du selbst unter Ängsten leidest, dann gibt es dort viele Tipps, wie du damit umgehen kannst. Und natürlich, wenn jemand mehr als nur kleine Angstgefühle hat, wenn es wirklich größere sind, dann ist eine professionelle Therapie auch hilfreich. Insbesondere dann, wenn der andere eben kein Vertrauen in Yoga hat, denn mit Yoga selbst kannst du vieles tun, selbst bei mittelstarken Angstgefühlen. Aber auch hier gilt, auch Yoga-Übende, falls sie doch mal in übermäßige Angstgefühle kommen, können von professioneller Hilfe bei Psychotherapeuten profitieren.